Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind wieder im Wald unterwegs, haben letzte Mal bis zum Ende der ersten Nacht gezockt. Ja, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was für diesen Tag so ansteht. Ich würde gerne irgendwie so Waffen haben, das wäre gar nicht schlecht. Ich weiß aber nicht ganz, wie ich Waffen bauen soll. Brauche ich dafür einen Waffenhalter? Ist auch irgendwie so schlecht von der Beschreibung. Ich baue jetzt einfach mal in den blauen Dunst hinein einen Waffenhalter. Essen! Wir haben Essen gefunden. So. Essen. Das ist so schnell, ne? Pfeil und Bogen wären nicht schlecht. Mir ist dann auch beim Gucken des letzten Videos aufgefallen, dass ich ja einen Hasenkäfig gebaut habe und keine Hasenfalle. Das ist ja, das war ja mal wieder ganz schön blöd, ne? So. Reicht das jetzt schon an Stöcken? Haben wir genug? Das? Oh ne, guck mal, jetzt haben wir, jetzt geht nicht mehr. Dann schnell zurück. Das heißt, mit dem Teil, was wir letztes Mal gebaut haben, können wir gar keine Hasen fangen, sondern nur auf. Oh, bin ich gestürzt? Mein Gott, das ist ja aber auch ein geiler Ausblick, ne? Ja, komm, bau hier. Da. Aber hier kann ich jetzt auch keine Waffen. Kann ich jetzt, habe ich jetzt irgendwie neue Rezepte hier für Waffen oder so? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man hier Waffen. Ja. Was denn? Oh, ich hab Durst. Der reagiert, wenn er Durst hat, so wie ich, wenn ich morgens keinen Kaffee kriege. So, jetzt haben wir im Prinzip nur noch Hunger. Und da haben wir doch gerade was Feines gefunden. Ist jetzt gerade genau unser Lagerfeuer kaputt gegangen? Gut. Gut. Gefällt mir. Die Art Humor dieses Spiels gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann hat das jetzt aber auch nicht viel gebracht, ne? Leuchtfeuer. Ne, sieht ja schon so aus, als wäre das das Wertigste, was wir an. Guck ich mal, so Blätter können wir da noch reinstopfen. So Blätter haben wir genug, wir brauchen Steine und Äste. Dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Da ist noch ein Stein. Stock. Stein. Essen. Das sieht schon schön aus, ne? Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Stöcke haben wir noch nicht genug. Das dürfen wir auch nicht zu viel Steine, sonst können wir wieder nicht tragen. Jetzt müssen wir gleich mal einen kleinen Baum wieder fällen. Wenn wir denn einen finden, aber hier waren noch gerade so viele Stöcke, oder? Das müsste doch hier noch irgendwo sein. Stock, Stock, da. Hier ist die Stockquelle Nummer 1. Die Stocki-Quelle. Hier muss Nessie den Stocki gefunden haben. So viele Stöckchen, wie hier sind. Mein Gott. So.
So. Jetzt machen wir uns erstmal schön was zu fräten hier. Den wollen wir. Und drauf damit. So. Schon fertig? Ist jetzt verbrannt? Ist der mir verkokelt oder was? Na, lecker, Steak. Aber einfach nehmen kann ich das nicht, ne? Ja gut. Haben wir jetzt alles gefressen und sind wahrscheinlich, ja, satt. Gut, ja denn, eine Waffe können wir immer noch nicht bauen, wenn ich das richtig sehe. Was ist denn dann unser nächstes Ziel? Gehen wir jetzt erstmal ein bisschen auf Erkundungstour. Einen Garten können wir uns anlegen. Also irgendwie so eine gesicherte Nahrungsmittelversorgung wäre ja gar nicht so verkehrt. So. Ja, eigener Boden. Kletterseil. Kran, mein Gott, was es hier alles gibt. Dekorationen, kleine Fallen. Eine Hasenfalle. Hier, da haben wir eine Hasenfalle. Blatthaufenfalle, da ist bestimmt... Für Rehe? Dann bauen wir da mal. Molotow-Stolper? Mein Gott. Ja, bauen wir doch mal jetzt eine Hasenfalle. Dafür brauchen wir eine ganze Menge an Stöckchen. Komm, bauen wir es doch direkt. Hier hin, sonst finden wir es eh nie. Boah, 31 Stöckchen. Leute. Ja, komm. Ey, wenn die nicht lange hält, ne? Hier noch ein Stöckchen. Ah, wenn ich Richtung Haus gucke, zeigt er mir das immer an. Egal, ob das hinterm Berg ist oder was weiß ich. Das heißt, wir finden immer gut zurück. Sehr nett von dem Spiel. Ein paar Blätter können ja auch nicht schaden, aber wir wollen ja eigentlich Stöcke. Müssen wir jetzt echt einen dicken Baum fällen? Mein Gott, geht das da runter, guckt euch das an. Ja gut, ob da ein paar Stöcke mit runterkommen. Nur Stämme. Nur Stämme. Da haben wir hier so eine Stöckchenarmut. Schon alles leer gesammelt, wa? Essen. Essen. Bleib stehen, du Essen. Mein Gott, ist der am Baggen hier. Der haut ab, ne? Ah, schön hier. Haben wir hier dünne Bäume? Hier, guck mal. Aber ja auch nicht längst nicht genug, ne?
So, und wir können ja auch nur echt begrenzt schleppen. Also im Moment sind diese Stöcke echt Mangelware. Oh, das war die Wand. Hier müssen wir uns merken, sind noch. Ne, guck mal, den können wir wahrscheinlich mitnehmen. Ja, dann jetzt schnell zur Hasenfalle. So weit wie ein Rucksack wäre auch nicht schlecht, ne? Wo wir ein bisschen mehr Zeugs reintun könnten. Oder allgemein mal eine Landkarte. So, wie viel kriegen wir jetzt? So, oh, 14, ey, Leute. Ja, hier liegt direkt einer. 16 noch. Ich freue mich übrigens total, dass der erste Teil so gut angekommen ist. Wahnsinn, wie viele Klicks der hatte. Das freut mich natürlich. Und ich sag mal, wenn euch das Spaß macht zuzugucken, dann bringe ich natürlich in dem Bereich auch noch mehr. Also, wenn ihr weiter guckt, dann unterstützt ihr das Projekt The Forest. Oh, ich habe einen Vogel totgeschlagen. Wollte ich gar nicht. Essen. Boah, das ist viel Essen, oder? Ich will den Kopf nicht. Ich will den Kopf mitnehmen als Trophäe, Alter. Und das nicht irgendwie von so einem Wildschwein, sondern um zu zeigen, dass man Bambi getötet hat. Ey, das ist so herzlos. So, wieder zurück. Ja, im Moment sieht der Tag noch relativ friedlich aus. Ich habe ja immer... Boah, ist windig, ne? Ich habe ja immer noch so ein bisschen Schiss vor Feindkontakt, weil ich da halt gar nicht weiß, was uns so erwartet. Ihr habt schon so ein paar Andeutungen gemacht, aber da bitte ich auch einfach, mich spoilerfrei zu halten. Ich glaube, dann wird die Reaktion schöner, wenn ich so gar nicht weiß, was mich hier erwartet. So. Das müsste doch jetzt reichen, oder? Jawohl, unsere Hasenfalle ist am Start. Da hinten ist schon ein Hase. Okay. Hasenfalle läuft. Hier sind viele Hasen. Und kann ich mir denn irgendwie Klamotten oder sowas herstellen? Seile haben wir, das ist ja gut. Boah, guck mal, wie viel Fleisch wir hier haben. Mega. So, jetzt möchte ich noch gucken. Knochenrahmen, mein Gott. Können wir denn hier noch das machen? Guck mal, wie kleine Fallen fortgeschritten. Verteidigung, rote, Verteidigung. Verteidigungsdornwand, Verteidigungswand, Katapult, Signale, SOS. Errichte ein Signal, gib nie die Hoffnung auf. 34 Steine, SOS, sehr geil. Ja, so richtig weiß ich jetzt auch noch nicht. Haben wir hier eine Kategorie Kleidung? Unterkünfte, Essen, Lagerung, freies Bauen, erhöht, einfaches Bauen, Betriebsmittel, Möbel, Dekoration. Sind Kleider Dekoration? Oder können wir das gar nicht craften?
Schlingfalle, Katapult, also da gibt's schon einiges, aber... was man da machen kann, aber so richtig eine Waffe hätte ich gerne. Ja, ansonsten können wir hier noch auf Entdeckungstour gehen, wäre vielleicht auch... Oh ne, hier hole ich die Stöcke. So, wir haben keine Stöcke mehr. Wie sieht es denn bei uns an der Hungerfront aus? Ja, geht so. Ja, dann gucken wir jetzt mal. Ich will mir den Krater mal etwas genauer angucken. Ich traue mich da gar nicht hinzugehen. Nachher rutsche ich weg und dann bin ich da. Ah, da unten ist Wasser. Da unten ist Wasser, okay. Mensch, das ist aber schön hier, oder? Oh, finde ich jetzt echt hier super. Wir bräuchten... Können wir irgendwo gucken, ob wir was wir anhaben? Sehen wir das hier? Da ist unser Feder. Überlebenshandbuch. Foto von Timmy. Nehmen wir lieber wieder die Flugzeugaxt. Besser ist das. Da oben wohnen wir. Was haben wir denn hier? Ah ne, das ist nur ein Baumstumpf. Sah erstmal aus. Die Insel sieht schon, ist schon echt interessant, ey. Ist das auch wieder so windig hier? Ist da hinten das Meer? Guckt euch das mal an, wie das Wasser hier fließt. Ist das cool oder ist das cool? Ich finde, es sieht schon sehr nice aus. Oh. Ist hier jemand drin? Kann man wohl nichts mitmachen. Schade. Was war das? Hier sind überall so kleine Zellen. Ach, guck mal, hier können wir auch speichern. Wie cool ist das denn? Kleine Zelte. Aber von wem? Aha. Oh. Geht's dir gut? Ja, ich glaube, ihm geht's nicht gut. Ihr ist. Da hatte wohl jemand Hunger auf Kopf. Ha. Sei nicht so kopflos. Ha. Da hat er wohl den Kopf verloren. Immer ein kühles Köpfchen bewahren. Das da hinten sieht doch auch aus wie eine riesen gebaute Struktur, oder? Ja, da würde ich noch gerne hin, vor allem weil wir hier um die Ecke auch speichern können. Wir haben da zwar kein Lagerfeuer, aber das kriegen wir doch bestimmt schnell hin. Oh ja, aber... Oh, ein Fuß. Ja, der Kopf, der ist ja wohl mal überproportional groß, ne? Komme ich da hinten hin?
Das sieht doch da hinten aus wie eine gebaute Struktur, oder? Sagt unsere Uhr irgendwas? Naja, weißt du, wir haben eine Uhr, aber die sagt uns nichts über die Uhrzeit. Supergeil. Sondern die sagt, unsere Uhr sagt uns, das ist so Smartwatch, ne? Sagt uns nicht, wie spät es ist, sondern sagt, ob wir Hunger haben und Durst. Und ob wir noch Schritte machen müssen. Ja, da müssen wir doch gar nicht hier rum. Bevor ich mich da jetzt im Wasser zu Tode schwimme. Oh, wir sind weit weg von zu Hause. Wohnt da denn keiner? Und wenn wir hier noch ein Lagerfeuer bauen würden, wäre das doch gar nicht so schlecht. Ich fühle mich sicher, wenn ich hier bei den Einheimischen siedel. Also ich glaube, ich weiß inzwischen, oder ich habe eine deutliche Vermutung, was uns hier auf dieser Insel begegnen könnte. Ach da. Machen wir mal hier ein Feuer, dass wir da... Natürlich fehlen uns auch wieder Stöckchen. Was sonst? So, aber hiermit kriegen wir es erstmal fertig. Habt ihr das gehört? Hier was vom Flugzeug. Offensichtlich, ne? Also es wird dunkel, Leute. Wir brauchen jetzt dringend Äste. Und am nächsten Tag gehen wir mal da hinten hin. Das interessiert mich. Scheiße, wo sind denn jetzt hier Äste? Bis nach Hause schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Ast, wichtig. Ey, meint ihr, die Typen kommen? Ist da hinten jemand? Nee, ne? Ich hoffe, nein. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden beobachtet. Oh nein, jetzt ist es... Geld können wir verbrennen, das ist gut. Da vorne ist das Lager, ne? Ach du Scheiße! Was war das? Was läuft da? Sind das Zombies? Alter Schwede. Ich trau mich gerade nicht was Fleisch auf. Da hinten ist noch so ein Fucker, ey.
Sehen die uns? Die sehen uns nicht, oder? Da ist noch einer. Boah, Junge. Was sind das hier? Strandgule oder was? Da laufen die zwei. Boah, ich will davon keinen im Rücken haben, ey. Ich sag euch das. Boah, ich weiß überhaupt nicht wohin. Ich bin jetzt so ungeschützt. Das war so eine scheiß Idee. Wo sind die denn hin? Ich will jetzt, ich will auch. Da hinten. Der andere weiß ich gerade nicht. Aber die, da sind sie. Oh, scheiße, guck mal, wie viele das sind. Die galoppieren. Alexa, stopp! Nicht, dass sie es jetzt gehört haben. Die wollen bestimmt nur ein bisschen im Sand spielen, oder? Gottes Willen. Aber guckt euch das an, ey, der Berg und der Mond und ich glaube, ich speichere mal schnell, wenn die nicht da sind. Mal Speicherstand 2. Ich glaube, die Nacht neigt sich so langsam zum Ende und ihr wisst, was das heißt. Das heißt, auch so langsam neigt sich dieses Let's Play zum Ende. Wenn die Dämmerung beginnt, sind wir fertig. Und mich interessiert natürlich total, wollt ihr noch... Oh. Oh, 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 oh. Wollt ihr noch ein Let's Play zu The Forest sehen? Wollt ihr wissen, wie diese Nacht endet? Auch da endet. Uah! Hau ab. Du Arschloch, hau ab. Alter. Du hartnäckiges Ding, du! Das ist ein Kind! Boah, ich sehe gar nichts mehr. Wo sind die denn? Warum haben die mich denn entdeckt? Ey, die verlieren hier überall Zähne. Soll ich die jetzt... Tot. Ey, der lacht. Boah, Alter. Boah, wie die auf einen Zug galoppieren. Aber! Alter, mach nicht so viel Krach, da sind doch noch mehr. Scheiße. Müssen wir so ein bisschen weg hier. Damit wir die da unten nicht noch mehr anlocken. Blöd, Mann. Können wir den, was können wir damit machen? Ah, wir können den tragen. Boah. Das ist dafür, dass du mich so erschrocken hast. Ah, wenn man den zerhackt, dann kann man. Dann kann man den. Oh. Oh. Guck mal, ich kann nicht mehr die Beine nehmen. Kann ich noch den Kopf auf? Ja, ich kann den Kopf auch. Mein Gott! Ach du Scheiße, wurden wir wieder gesehen? Der hat eine Waffe sogar. Boah, das ist hart, ey. Erster Feindkontakt. Sehe ich irgendwo?
Du bist blutüberströmt, wasch dich, um eine Infektion zu vermeiden. Auch noch so ein Scheiß, muss man dann denken. Der hat eine Waffe. Ich muss ihm die Waffe abnehmen. Ja, du. Du unzivilisiertes Stück ehemals Mensch oder was weiß ich. Siehst du, was ich mit deinem Freund gemacht habe? Siehst du, was ich mit deinem Freund gemacht habe? Ah, fuck! Meine Hand! Wo willst du hin? Boah, auf den Hinterhalt angreifen. Das wüsste ich, ey. Komm her. Nee, nix hier weglaufen. Du kriegst jetzt, du hässlich. Ich will deine scheiß Waffe und deine blöden Zähne will ich haben. Lacht er beim Sterben noch, ey. Ich gehe kaputt. Wo ist denn die Waffe? Der hat doch eine Waffe. Mann. Meine Hand tut weh, weil ich so feste gegen die Wand geboxt habe. Verdammt. Stein. Kann ich hier so die... Ah, ich habe einen Vogel. Kann ich die Arme und Beine von den essen? Mein Gott, guck mal, wie der da abgeht, ey. Kann ich nicht mehr tragen. Ach du Scheiße, nee, komm, da hinten den Großkonflikt will ich jetzt möglichst vermeiden. Deswegen verstecke ich mich mal ein bisschen. In der Mond. Ja, müsste gleich vorbei sein, die Nacht. Ja, Leute. Das war mein zweiter Tag und meine zweite Nacht in the Forest. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn euch dieses Let's Play gefällt, erstmal essen. Oh, und ich wasche mich eben, sonst vergesse ich das eh wieder. Nur einmal ganz schnell. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Wenn euch diese Let's Play-Reihe gefällt und ihr sagt, ihr hättet noch gerne... Ich glaube, das bin ich gewaschen, ne? Uah! Mann! Ihr hättet gerne noch ein bisschen mehr The Forest. Dann schreibt das in die Kommentare. Boah. Dann. Wo denn? Mein Gott, jetzt haben wir hier nochmal so einen Showdown zum Ende. Boah, dich esse ich. So. Also dann, ich fange jetzt zum dritten Mal an. Dann schreibt es mir in die Kommentare, schnell speichern. Und ja, ich würde mich sehr freuen über eure Rückmeldung. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen oben nicht vergessen. Und schaltet auch zum nächsten Let's Play The Forest und zum nächsten Video der Zockstube